Willkommen in Chaoshausen. Hier ist schnell was los. Erstens, ich finde mein Handy nicht. Ich dachte, ich hätte es hier mit rüber genommen. Hier ist es aber nicht. Im Wohnzimmer ist es aber auch nicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Dabei müsste ich dann dringend anrufen, weil, und das ist das Nächste, ich finde den Beutel samt Haken nicht, der normalerweise an der Schlafzimmertür dran hängt, wo ich meine gebrauchte Unterwäsche und Socken reinschmeiße. Damit sie eben nicht wieder im großen Haufen versinken. Ich brauche mal doch ein bisschen öfter. Und Diablo ist heute in völligem Ausrastmodus. Keine Ahnung. Möchte auch nicht alleine sein, kann ich verstehen. Und ist total Spielmodus. Und anhänglich. Und alles. Und überhaupt. Also ihm geht es heute richtig gut. Aber ja, mal gucken, wie lange ich jetzt hier mit ihm drüben sein kann. Im Moment ist Teddy ruhig. Vorher auch. Ließ er sich gar nicht beruhigen, weil da ist sogar noch da. Und das Lustige ist ja, wenn er Quatsch macht und man mit ihm schimpft. Aber es macht er mehr bei Lage als bei mir. Geht dann nachher zu ihm zumindest hin, krabbelt auf den Bauch und entschuldigt sich. So, oh, tut mir leid. Also ganz süß. Ja, Und alles andere wird auch viel, viel weniger. Auch kratzeln an den Wänden draußen auf dem Balkon. Vorne hat sich kurz überlegt, zweimal auf beiden Seiten. So, ah, vielleicht lasse ich es doch lieber. Es wird alles besser. Und vorne standen sie beide hier an der Tür. Also oben drauf. Die haben nur so, was denn da? Und Teddy so, rast, 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 rast. Das war auch neu. Ja. Aber bald ist die Tür ja offen und dann ist schön, ne? Muschel? Kriegen wir das alles hin. Dauert nicht mehr lange. Jo. Da geht das hier alles seinen Gang. Und hoffentlich positiv müsste aber eigentlich. Eigentlich ja. So langsam wird das hier. So, wo ist mein Handy? Zumal, wenn ich nachher irgendwelche Sachen posten will, brauche ich mein Handy. Und Sachen aufnehmen und sowas alles. Aber irgendwie, ich habe keine Ahnung, wo ich es gelassen habe. Und dann kommt Hermes auch noch abholen heute. Und DHL kommt heute mit meinem Paket, mit dem Probierpaket. Ich glaube, ich habe euch erzählt, dass ich da bestellt hatte. Das ist ein Probierpaket. Da habe ich auch mal zwei bestellt. Ihr wollt eigentlich Fisch und Huhn oder alles, glaube ich, wollte ihr bestellen. Weiß ich gar nicht. Aber es gab nur noch zwei Sorten zur Auswahl. Fisch gab es nicht mehr, Huhn gab es. Und das, was ich auch habe, das ist Complete. Ich dachte immer, Complete ist gut. Da ist halt alles Mögliche drin. Ja, und was haben wir insgesamt? Drei Probierpakete. Immer für den Preis? Na, 4,99, ne? Mal gucken, wie viel da so drin ist. Ich dachte, wir probieren es denn erstmal, bevor wir dann 1000 Sachen bestellen. Ah, Daniel ist halt, ne? Da ist da Daniel. So, jetzt hole ich mein Handy. Auch mein Beutel. Ja. Erstmal K.O. Ne? 2 Minuten später, ich habe mein Handy wieder, das ist von der Couch gefallen. Und der Beutel ist auch wieder da, hat er mitgewaschen. Und der Haken hing noch an der Tür. Ich hatte aber schon in diesem Wäsche das geguckt, da habe ich es nicht gesehen, dass der Beutel da drin war. Das Wäsche ist doch riesig. Ja, egal. Jetzt ist alles wieder da. Und ich kann den Tag beginnen um 9:22 Uhr. Ich brauche was zu trinken. Das soll ich noch organisieren. Und dann, okay, Tagesplan habe ich schon gemacht, das habe ich vorhin schon. Beim Kaffee trinken. Dann werde ich heute an Dreamland Valley weiterspielen. Und ich hoffe, dass ich heute weitestgehend alles schaffe, was da irgendwie. Jetzt liegt er da wieder. Was irgendwie zu machen ist, was ich haben will, was ich morgen nicht mehr spielen muss. Ja. Ich meine, ich habe jetzt ganz viele neue Aufgaben, weil ich ja zwischendurch mit allen Leuten gequatscht habe und gemacht habe und getan habe. Und da sind ganz viele aufgelevelt. Ich habe ganz viele Aufgaben. So ist nicht. Also ich habe keine Langeweile, wenn ich bei außerhalb des Sterbenpfades dann weiterspiele. Aber ja. Ich würde auch gerne wieder lesen wollen. Das habe ich ja, wie gesagt, gestern gar nicht gemacht. Auch abends. Habe ich abends noch. Doch. Oder? Habe ich gelesen? Ich wollte lesen. Habe ich gelesen? Weiß ich nicht. Ah, und wisst ihr, was ich noch gemacht habe gestern? Total bescheuert. Hätte mir nicht auffallen müssen, als ich nochmal ein Schnipsel gedreht habe abends und gesagt habe, ich bin wettfertig. Ist dir das auch gefallen? Eine Sache fehlte. Meine Brille. was ist das denn jetzt hier? Achso. Ich bin dann nachts um 8 geworden, musste aufs Klo und wundere mich so, warum sehe ich denn so viel? Na, habe ich vergessen, eine Kontaktlinse rauszumachen. Okay, mache ich denn jetzt mal? Ich mache meinen Behälter auf, wo die Kontaktlinsen reinkommen. Ist da Flüssigkeit drin? Ich so, hä? Ich habe Kontaktlinsen und Flüssigkeit reingemacht. Aber vergessen, die Kontaktlinsen reinzupacken. Also normalerweise mache ich erst die Kontaktlinsen rein und dann kommt Flüssigkeit oben drauf.
Ich habe nur Flüssigkeit in den Schrank gestellt. Ja, habe ich auch nicht geschafft. Ich habe schon mal geschafft, Kontaktlinsen und Brille aufeinander zu setzen. Ich habe schon mal geschafft, zwei Kontaktlinsen übereinander zu packen. Aber das ist auch neu. Was soll ich dazu sagen? Ich habe es geschafft. Ich habe den Sternenpfad in Dreamlight Valley so weit durchgespielt, dass ich alles habe, was ich haben wollte. Reicht, ich bin durch. Manche Aufgaben waren ganz schön anstrengend zum Schluss, aber gut. Ist in Ordnung. Es gibt auch noch mehr Aufgaben. Ich bin nicht durch oder fertig oder sonst irgendwas. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal. Mir reicht's. Oh. Das ist draußen. Das Spiel spielt immer noch. Wenn ich irgendwelche Stimmen gehört habe, ich höre Stimmen. Es ist wieder soweit. So, ich habe auch schon hier einiges geschafft. Also ich habe nicht nur gespielt. Wir haben es jetzt gleich 2:30. Ich brauche auch mir gleich einen Kaffee. Oh, ich bin so müde. Ja, wie gesagt, habe ich ja einiges gemacht. Ich habe mir noch keinen Vlog geschnitten für diese Woche. Ich meine, diese Woche ist alles noch schick, aber ab Montag ist es wieder knifflig. Und ich sollte es wieder machen, ne? Ich denke mal, das mal. Ich werde erstmal alles soweit fertig machen, was für heute noch ansteht und so weiter und so fort. Und dann. Ja, dann werde ich den Vlog schneiden. Irgendwie ist das Licht. Bin ich blass oder was? Keine Ahnung. Ist mir verstellt? Kann sein. Ja. Aber ich habe auch da schon fast alles fertig. Das ist auch schon mal schön. Naja. Alles schnicki, alles schnicki. Ich habe sogar schon gelesen vorhin. Aha. Beim Frühstücken habe ich gelesen, genau. Tatsächlich. In Power Girls. Muss ja irgendwann mal auch durchgelesen werden. Vielleicht habe ich es nachher. Ich habe ja jetzt nichts mehr zum Spielen. Das heißt, ich könnte nachher lesen. Ja, tolles Lesen hier drin. Und ich habe bloß auf Animal Crossing. Das werde ich vielleicht morgen dann wieder mal spielen. Heute glaube ich nicht. Heute habe ich genug Switch gespielt. Aber vielleicht morgen wieder Animal Crossing. Einfach so. Diese täglichen Aufgaben dann machen und so ein bisschen Unkraut jäten, dann wird es aus auf der Insel. Eieieiei. Naja. Mal vorbeischauen. Toll. DHL kam gerade. Ich dachte so, yay. Aber er hat nur ein Paket für deine gebracht. Ich so, hä, wo ist meins? Ja, Paket hat sich umentschieden, kommt doch erst morgen. Mich wundert, falls es schmatzt. Ärgerlich. Egal. Das Buch ist ja auch noch nicht mehr abgeholt worden. Es wird irgendwann diese Woche abgeholt. Und dann kommt es irgendwann auch zu mir. Wahrscheinlich erst nächste Woche oder was? Keine Ahnung. Heute ist irgendwie nicht ganz so ein toller Tag. Ich weiß auch nicht. Hocke nur auf dem Sofa, beziehungsweise voll auf dem Bett. Hab ein bisschen geschrieben, tatsächlich. Ja, immerhin. Aber ja, jetzt werde ich wahrscheinlich Power Girls lesen. Das Klo reinigt sich gerade. Teddy, nein! Oh! Er hört gut. Also inzwischen hört er wirklich gut. Er muss nicht mehr jedes Mal aufstehen, wenn irgendwas ist. Das finde ich sehr gut. Generell wird die Lage hier immer entspannter. Das ist so schön zu sehen. Also es wird. Er braucht halt ein bisschen länger. Manche brauchen eben seine Zeit. Aber es wird alles gut. Es wird alles gut. Auch Diablo ist viel entspannter als vorher. Sein Fell wächst wieder nach. Alles ist super. Also, boah. Teddy? Ich kann nur mit Wäsche spielen. Keine Ahnung. Wäscheständer. Dann geht er an die Wand ran. Aber auch draußen kratzt er viel weniger. Und wenn, dann hört er sofort. Das ist sehr schön. Ne? Ach ja. Ich freue mich so, wenn die Tür mit offen bleiben darf. Bald ist es soweit. Bald ist es soweit. Ich habe trotzdem noch Angst, wenn die Tür offen ist, was dann wirklich passiert, weil das kann man nicht wissen. Es kann zu Prügeleien kommen, aber dann nicht mehr so doll, wie es mal war. Also ich glaube nicht, dass es so doll nochmal wird. Eher so wie bei Diablo und Mia, da war das ja auch. Gegenseitiges Jagen. Mia hat die aber auch runtergedrückt, die hatten das Nackenfell gehabt und so weiter. Denn sowas ist alles super. Und sowas wird es mit Sicherheit geben. Wird schon.
Wie gesagt, beide entspannter. Das wird werden. Inzwischen sind wir da ziemlich zuversichtlich, dass es nicht mehr lange dauert, bis diese Blindschwert nicht offen bleiben darf. Ich meine, er hat am 1. Mai Geburtstag, Teddy, ja? Bis dahin soll bitte die Tür offen bleiben. Damit wir große Party feiern können, mit Diablo zusammen. Nicht er einzeln drüben und so.